Das ging schnell. Ja, man danke, packt es ja auch danke, nicht danke. Mit. Die Show läuft die ganze Woche. Fuck! Shit! Mann, das Ding hat mich erschreckt. Was war das? Bist du okay? Es war ein Bär oder ein Tiger oder sowas. Oh, ein es Tiger war nur ein süßer nicht. Kleiner Baby-Vielfraß. Baby? Ach, ein Vielfraß. Du wirst bald ein großer Junge sein. Ja, ich habe mich auch sehr, sehr erschreckt, Celestius. Obwohl ich halt damit gerechnet habe, wegen den Geräuschen, ne? So würde ich das nicht ausdrücken. Scheiß Jumpscare. Es tut ja so gut, drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Nope. Was geht, Party People? Hey! Hey! Fühl dich wie zu Hause, Bro. Klar doch! Ja, komm doch rein. Mach's dir bequem. Nimm dir, was du willst. Aber das machst du ja sowieso. Stimmt's? Wow, ganz ruhig, Cowboy. Wieso verdammt warst du mit M auf dem Weg? Was? Ich hab euch gesehen. Durch das Teleskop. Vorhin? Wir haben uns zufällig getroffen. War eine Weile her, deshalb haben wir uns umarmt. Ist das verboten? Klar. Ja, Mann. Sorry, es war ein langer Tag. Ich habe einfach überreagiert. Hey, Mann. Kein Ding. Alles cool? Ja, ja, total. Ich mag Mike trotzdem nicht. Meine armen Nachbarn. Ich glaube, ich habe die Hunde auch gerade geweckt. Aber Jess und Mike finde ich beide sehr anstrengend. Oh mein Gott, das ist so eklig. Sie auch. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst jetzt, durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Das ist von euch beiden sehr unnötig. Aber wir wollen es nicht weiter provozieren. Komm schon. Nein, Schnauze, Matt. Halt dich da raus, du Trottel. Hey, pass auf. Ach, außer dir darf ihn keiner runtermachen. Gehört dein Spielzeug allein dir. Du bist so ein Miststück. Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ach, ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Emily, stopp! Das geht echt zu weit. Es gibt keinen Grund, sich so aufzuführen. Ja, warum streitest du dich um deinen Ex-Lover, Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie liegt ein Stück den Weg hoch. So viel dazu. Ja. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Huh? Meine Tasche. Die, das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauch meine Tasche. Oh mein Gott, M. Vielleicht hast du sie nur vergessen? Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also... Glaubst du's? Schätze nicht. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay.
Okay, dann los. Okay, ich nehme jetzt ein Bad. Würde ich auch so machen. Alter Schwede, sind die anstrengend. Alle beide, ey. Oh, im Exil. Im Sexil. Nichts dagegen. Oh, wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostar? Ich würde es mir ansehen. Git. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay, verstanden. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Okay, willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Nein. Ist das bei Jess ein Gürtel mit Herzchen oder guckt da der Schlipper raus? Oh Gott, es ist. Oh, ich finde die bisher fast alle sehr, sehr anstrengend, muss ich gestehen. Sam geht, Matt geht. Von Ashley habe ich noch nicht allzu viel mitbekommen. Mike ist halt einfach so ein typischer, wie sagt man, bei so ein typischer amerikanischer, ich weiß nicht, hier Quarterback der Schule oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Matt ist so geduldig, der nette Kerl, ja. Diese Emily ist eine Irre, aber ja, vor allem die terrorisiert den total, ne? Der hätte was Besseres verdient, ja. Teenies, was erwartest du? Ja. War man echt so anstrengend früher? Nee, oder die sind schon sehr klischeebehaftet. Das ist, ja. Hey, Knackarsch, Fotosession? Klar doch, super Einfall. Selfie-Zeit. Okay. Oh mein Gott, das ist perfekt. Wir sind so ein heißes Paar. Krass, wie ein Model. Du hältst die Kamera bereit, dann wird es vielleicht sogar ein Portfolio in der Hütte. Hey, vermerkt. Ja, sehr anstrengend, die beiden. Sam ist toll. Die müssen sich ja anzicken, damit nachher, wenn der Killer kommt, der Zusammenhalt nicht 100% klappt und alle nach. Einander sterben können. Ja, wahrscheinlich. Wo war das Duckface? Macht man das heute? Ich habe keine Ahnung. Manche bestimmt. Doch, ich glaube, das macht man heute auch noch. Oh, es ist eiskalt hier aber draußen. Ich glaube, sie hatte die Augen zu. Es sah ein bisschen so aus, als hätte sie die Augen zu gehabt beim Foto. Wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. Ach bitte, ich will sie nicht hören. Und jetzt? Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Ja, sie ist anstrengend. Aber mach's ihr nicht so schwer. Sie ist noch ziemlich daneben seit dem Schlussmachen. Hallo? Nicht mein Problem, Mike. Und deins ist es auch nicht. Nein, ich meine, natürlich nicht. Ich sag ja nur, man soll keinen treten, der schon am Boden liegt. Und ich verbringe meine Zeit lieber im Liegen mit dir. Verstehst du mein Wortspiel? Extra für dich? Ja, okay. Aber sie soll sich lieber raushalten, sonst trete ich nach. So, was ist jetzt passiert?
Wir sind hilfsbereiter und romantischer geworden. Okay. Jess und Emily liegen aber sehr dicht beieinander bei Mike, ne? Das muss man ja sagen. Ah, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Peter Panda, hi. Ja, wir sind heute ein bisschen später. Wir haben ein bisschen später angefangen. Wir machen aber auch ein bisschen länger und ich habe mich ein bisschen festgespielt. Brutal, aber der hätte noch die übelsten Verdauungsstörungen. Mhm. So, machen wir mal weiter. Mike hat so ein bisschen unruhige Zuckungen um die Lippen. Müssen wir hier rein oder müssen wir darüber? Der stackelt uns einfach hinterher. Wir müssen irgendeinen Generator anmachen. Ich weiß aber nicht genau wo. Der, geh mal da weg, da. Ah, da geht's nicht weiter. Okay, hier liegt ein Totem. Rot. Gefahrtotem. Ich glaube, da hat Ashley mächtig eine gelangt bekommen von einem Clown. Oder? Okay. Mal sehen. Boom. Sehr gut, Mikey. Das war der Generator. Ja, er hat gerade eine technische Meisterleistung vollbracht. What? War das der Typ vom letzten Jahr mit den Mädels? Er hat auf jeden Fall auch so eine Maske an. So. Sesam, öffne dich. Ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hit. Hat sie jetzt schon wieder Pornomusik angemacht? Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt. Das was gab Tapferkeitsminus? Stimmt, er ist weniger tapfer. Gute Frage. Vielleicht, weil wir uns nicht getraut haben zu sagen, scheiß auf Emily. Vielleicht irgendwie so. Ist vielleicht kalt im Guten mit der Maske? Ja, das wäre möglich. Er ist der Killer. Wir haben ja jetzt auch alle durch, glaube ich, mit der Anschuldigung, ne? Jetzt sag mir nicht, dass das Aussehen des Killers bestimmt wird, je nachdem, was du in der Psychositzung angekreist hast. Als gruselig, das wäre schon interessant. Dass er Emily verteidigt hat, gab Minus, ja. Meinst du wegen dem Clownsgesicht? Das könnte natürlich sein. Ja, vielleicht sähe der anders aus, wenn wir Vogelscheuche gewählt hätten. Huch. Ah, Flens, danke fürs Follow. Und willkommen im Stream. Da hat er ja seinen Mann gestanden vor seiner Frau oder so. Nein, ich finde einfach, mir ist es ja egal, mit wem Mike zusammen ist. Ich finde Mike blöd, ich finde Jess blöd und ich finde Emily blöd. Aber man muss es ja nicht so eskalieren lassen wie eben. Und deswegen dachte ich, das wäre die gesündeste Option, um so ein bisschen zu vermitteln. Ich möchte ungern Hinweise übersehen. Aber ich glaube, ein paar haben wir schon übersehen. Wieso räumen die das nicht weg?
Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Es ist alles so verschwommen. Ich kann mich kaum erinnern, was passiert ist. Also, was ich noch weiß, ist, wir haben einen dummen, hirnlosen Streich gespielt und der hat vielleicht Hannah und Beth getötet. Hey, ich meine, es ist nicht unsere Schuld, dass sie in den Wald gerannt sind. Ja, wer hätte auch damit gerechnet, dass sie etwas so Dummes tun? Ach so, die zwei sind jetzt die Dummen. Nach dem scheiß Scherz, den die gemacht haben. Moment, was haben wir da noch? Neu? Da ist noch was Neues? Ach, okay. Ach, guck mal, das geht noch weiter. Chris freute sich, Sam zu sehen. Chris vertraute Sam weiterhin. Okay. Was haben wir hier noch? Er erklärt Matt ermutigt, das Teleskop zu benutzen. Matt sah Mike und Emily flirten. Deswegen Matt stellte Mike zur Rede. Okay. Auf welcher Seite stehst du? Matt hielt während des Streits mit Emily zu Jessica. Eigentlich habe ich nicht zu Jessica gehalten. Ich wollte nur, dass die aufhören, sich anzubrüllen. Das war ja super anstrengend. Hat Jess gerade gelispelt? Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt. Aber alles in allem finde ich die Synchro ganz gut gelungen eigentlich. Also ein paar der Stimmen kennt man auch. Das ist schon cool gemacht. Hast du das gehört? Ja. Da war irgendwas. Ja. Das klang wie ein... eigentlich ein Schrei von einem Mädchen. Verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Weißt du was? Scheiß drauf. Wir sind Abenteurer. Wir finden einen anderen Weg zur Hütte. Ah! Ah! Jess! Oh. Fuck! Hey, Jessica! Ja, hey! Alles gut. Heilige Scheiße, du hast mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Heroisch oder vorsichtig? Wenn wir jetzt auch runterspringen, kommt nachher gar keiner mehr hier raus. Schieb die Lore weg. Was soll das bringen? Das ist da drauf, fällt 2 Meter Kopf über aufs Gesicht und hat nicht mal eine Schramme. Ja. Vielleicht ist in dem Kopf auch einfach nicht so viel, was kaputt gehen kann. Heroisch. Na gut. Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Da steht einer hinter uns. Hey, Adonis! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Alter, der stand gerade direkt hinter uns. Dieses Spiel baut nur auf Jumpscares, kann das sein? Okay. Luftfedern abgenommen. Schieben. Beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Was war das für eine Lache von Jessica? Es klang ein bisschen verzweifelt. Ich will gerade gucken, ob hier noch irgendwo Hinweise rumliegen. Aber was ist das? Was hat der Typ mit der Maske für ein Problem, dass der hier die Jugendlichen stalkt? Was haben wir hier noch?
Oh mein Gott, alles in Ordnung? Ja. Ja, bin okay. Sehr merkwürdig. Oh Himmel, hier empfange ich eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut los wirst? Spar dir das für die Hütte, Poser. Oh Gott. Kann man Angst auch nicht mal ohne Jumpscares verbreiten? Ja, das frage ich mich gerade auch. Okay, ich leg mich schlafen. Gute Nacht an. Alles klar, Lua, mach's gut. Schlaf gut. Also wenn der maskierte Kerl der Kerl vom Steckbrief ist, dann ist er ja wütend auf die Familie. Vor kurzem erst aus dem Knast raus. Gute Frage, gute Frage. Das wäre natürlich durchaus möglich. Maske. Wow. Mystisches Symbol. Das hier ist ja historisch. Oh, wie abgefahren. Das ist von den Ureinwohnern, oder? Ich glaube nicht, dass die Bergarbeiter eine künstlerische Ader hatten. Nein. Nein, genau. Das ist wie eine Art Schrein oder sowas. Ein Schrein? Wofür? Ein Schädel mit Geweih und spitzen Zähnen. Was sagt denn unser Altes? Oh, wir sind gerade weniger ehrlich und dafür romantischer geworden? Warum sind wir denn weniger ehrlich geworden? Was ist das? Hinweis 3, Abschlussball, Foto, Funkorte, Washington Lodge, ein Foto von Hannah, Sam, Mike und Emily beim Highschool-Abschlussball. 25.04.2013, bereit für den Senior-Abschlussball. Okay. Nee, Moment. Das ist Familienporträt von der Washington Lodge. Ein Porträt der Washington-Familie. Hannah trägt ein auffälliges Medaillon. Oh ja, stimmt. In der Tat, das tut sie. Das ist neu. Hinweis 2, Zeitungsausschnitt. Die Meldung handelt von einem Gerichtsfall im Zusammenhang mit Blackwood Pines. Ein alter Hausmeister wollte alles niederbrennen. Auf der Anklage schwor er der Washington-Familie Rache. Das ist der Artikel, den wir schon gelesen haben. AB-Nachricht von Dort Lodge. Eine Nachricht von einem örtlichen Polizisten über einen entlassenen Sträfling klingt wie eine Warnung. Das ist der Zigarrenstummel, ein ausgedrückter Zigarrenstummel. Sieht noch frisch aus. Es muss noch jemand auf dem Berg sein. Und mystisches Symbol, Fundort Mine. Seltsames Symbol. Seltsame Symbole, die an die Wand der Mine gemalt wurden. Ihre Bedeutung ist unklar. Ah, da liegt noch ein Totem, okay. Geht auch ohne Totems weiter, okay. Nö, aber wenn da noch eins liegt, dann gehen wir da noch eben hin. Moment, hier haben wir noch was neu. Sei ihr Held. Mike eilte Jessica sofort zu Hilfe. Jessica bewunderte Mikes Heldenmut. Ah, ich weiß immer noch nicht, ob das so schlau war, da direkt runterzuspringen. Bin ich mir nicht sicher. Okay, dann gehen wir hier nochmal runter. Wir gehen gleich da oben weiter. Konnten wir nicht irgendwie auch schneller laufen? Nee, irgendwie läuft er nicht schneller.
Da ist er jetzt, ja. Eine Eule. Oder? Weiß. Glückstotem. Ich glaube, das war der. Hätte ich da gerade was sehen sollen? Ich habe nichts gesehen. War da hinter uns was? Die Musik hat darauf hingedeutet, aber ich hab's irgendwie nicht gesehen. Weiß es gut. Ja, das ist ja dieses Glückstotem. Also das sah aber aus wie Jessica, die sehr blutverschmiert irgendwie auf dem Boden der Mine hier rumliegt. Bin ich blind? War da gerade was hinter dem Gedöns von der Mine? Sicherheitsvorschriften halten hier wohl nicht. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Das wäre eine Maßnahme. Ich halte es auch nicht für das Schlauste, mitten in der Nacht auf einem verlassenen Berg in einer verlassenen Mine, die vollkommen unsicher ist in Sachen abgestützt und so weiter, ne, wie man gerade sieht, dass die Balken runterfallen, einfach rumzulatschen. Aber naja, es ist halt ein Horrorfilm quasi, ne? Hinweis entdeckt. Gefahren, Karte der Mine. Der Laden ist die reinste Bruchbude. Ach. Und dafür brauchst du eine Map. Ist ja nicht so, als wäre die gerade ein Balken vor die Füße geknallt, ne? Bin gespannt, ob wir überhaupt rauskommen, ohne uns den Schädel anzuschlagen. Oder eingeschlagen zu bekommen von den ganzen Sachen hier. Schimmer. Ja, wieder raus ins Kalte. Wuhu. Subtil, mit 6 Zonen gefahren. Ja, müssen wir jetzt lang? Müssen wir jetzt da lang oder da lang? Jess ist uns keine Hilfe, die latscht uns sowieso nur dumm hinterher. Ah, okay. Bergauf erscheint gut. Was ist das hier? Das ist so eine Endstation für die Logen. Heißen sie Logen? Die Dinger aus dem Bergwerk. Geh nach links. Was? Warum nach links? Aber wir sollen doch hier zu dem Cabin hoch, oder nicht? Oder ist da noch ein Totem? Also ich meine, wir müssen ja eigentlich hier zu dem Cabin... Loren. Ach, das war's. Loren. Da war wieder ein Totem. Okay. Dann gehen wir uns das mal eben holen. Das nervt mich ein bisschen, dass wir hier nicht so ein bisschen mal schneller joggen können. Oh ja, in der Tat. Eine Eidechse. Verlusttote. War das auch schon wieder Jess? Nee, das war Sam, oder? Aber sicher bin ich mir da nicht. Das lässt sich so schwer erkennen. Ich glaube, Sam oder Jess war das. Die da irgendwo runtergefallen ist. Auf ein Gitter. Das sieht alles sehr nach der Mine aus. Nach einer Mine. Muss ja nicht unbedingt hier dieser eine Teil sein. Sieh an, als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon ans weiße Haus. Warte, bis du die Lincoln Street siehst. Oh, hast du vor, mir den kleinen Präsidenten zu zeigen? Oh.
Lust auf einen Flug mit der Air Force One? Okay, okay. Spaß dir für die Wahlkampfrede, Baby. Oh, ein Teleskop. Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken, ein Blick auf die Hütte. Was sieht sie? Wow. Alles klar? Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. Okay, lass mal sehen. Ah, wahrscheinlich jetzt wieder Jumpscare incoming. Das war klar. Das hatten wir ja schon mal. Hey, Jazz? Mhm? Bleib dich bei mir, okay? Was ist los? Ach, am Brett steht, dass sich hier oben manchmal Braunbären rumtreiben. Und Wölfe. Oh, Michael, ich habe eine mega Idee. Was? Los, wir streichen einen Bären. Komm schon, bitte. Komm schon. Lassen wir das mit dem Bären streicheln. Ob die Totems Auswirkungen haben? Weiß ich nicht. Ist ja erstes Mal, dass ich spiele. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach nur Hinweise gibt, dass du weißt, wie du dich ungefähr verhalten musst, weil du dann irgendwie Situationen vielleicht wieder erkennst. Irgendwie sowas in die Richtung. So, Blackwood Pines Gebirgsbewohner. Mackenzie Wolf, Canis Lupus Occidentalis. Dieses mächtige Raubtier, eine wahre Legende unter den Fleischfressern, greift Wapitis, Rentiere und alle verwundeten Tiere an, denen es begegnet. In Alberta ist die Jagd auf Wölfe auf Privatgrund gestattet. Glücklicherweise werden die Wolfsbestände hier in Blackwood Pines stets unter Kontrolle gehalten. Grizzlybär, Ursus Arctos Horribilis. Der Grizzly, ein Allesfresser mit ausgeprägter Vorliebe für Aas, ist generell nicht dafür bekannt, eine Mahlzeit zu verschmähen. Seine bevorzugte Nahrung ist Fisch, Lachs, Barsche, Forelle, weshalb man in der Nähe von Flüssen oder Gebirgsbächen besonders häufig auf das Tier trifft. Obwohl Grizzlybären als extrem gefährlich gelten, sind Angriffe auf Menschen eher selten. Rocky Mountain Wapiti, Cervus canadensis nelsoni. Der prächtige Wapiti durchstreift diese Lande schon seit Jahrtausenden von Jahren. Obwohl sie zumeist eher sanftmütige Geschöpfe sind, sind die dominanten Männchen, Bullen, dafür bekannt, ihre Herde vehement gegen Eindringlinge zu verteidigen, was zu harten Auseinandersetzungen mit Kopfstößen und heftigen Angriffen führen kann. So langsam ist meine Konzentration futsch, wie man am Lesen merkt. Je mehr Totems man findet, umso besser, okay? In der Vision war sie doch zerkratzt. Wurde sie von einem Bären angegriffen? Möglich. Dasselbe gilt auch für die Hinweise. Ist auch bald 2. Ja, ich mache auch gleich Feierabend. Weil in 7 Stunden der Wecker klingelt. Ich habe nur gedacht, dass wir vielleicht hier wieder so einen Abschnitt erreichen, weil der erste Abschnitt war ja relativ kurz, ne? Hab ich gedacht, dass wir hier vielleicht wieder an so einem Kapitelende quasi ankommen. Ah, Hirsch. Hallo Hirsch. Ich habe auf den Paarungsruf geantwortet. Wow, du Flittchen. Ja, ich habe viel Liebe zu geben. Hab mich erschreckt. Das war auch klar. Was haben wir dafür bekommen für diese schnippische Antwort? Wir sind noch weniger ehrlich geworden. Na toll. Wir werden immer unehrlicher mit Mike. Ich hasse Jumpscares. Ja, ich habe auch bisher tatsächlich das Gefühl, dass das komplette Spiel soweit nur auf Jumpscares aufbaut. Ne? Also es ist irgendwie nichts anderes da. Es ist kein, wir bauen Spannung auf, wir haben irgendwie ein bisschen was Psychomäßiges dabei, sondern es ist alles Jumpscare. Ich habe eigentlich gedacht, dass hier so ein bisschen mehr mit so Psychospielchen oder sowas kommt. Verdammt, Josh. Hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Ach, echt jetzt?
Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Oh, buh! Angeberin. Hey, Mike. Du hast da was im Gesicht. Ah. Bam! Okay, okay. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Sammy! Was? Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Tja, ich wollte gerade in die Wanne. Oh! Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Ha, ha, ha! Komm schon. Okay, Josh, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst.